Dann kamen wir im vergangenen Jahr zur AZK und siehe, plötzlich war Erweckung da. Ivo sprach, Veränderung fängt im Kleinen an, weil nur wenn du dich veränderst, sich die Welt verändern kann. Das brachte Licht in unser Dunkel, hat uns sehr bewegt. Die Frage war, wie das wohl in der Praxis geht. Mehr erfuhren wir am Besuchertag. Offenbarung über Herrschaftswechsel war ja angesagt. Es hieß, 3 Tage, die das Leben verändern. So schrieben wir Bemessung in unseren Kalender. Dort erlebten wir den Durchbruch zum Licht und schauten dem uns beherrschenden Dämon ins Gesicht. Um das Ego loszuwerden, braucht es Kapitulation. Nur so entgeht man Satans Manipulation. Herr, ich steh dir nicht im Weg. Jesus, wenn du mich lebst, ich beuge meine Knie, mach dieses Prinzip zu meinem Lebensstil. Wir danken dir, Jesus, für diese Gnadengabe. Ein Halleluja an das Bemessungsteam, denn ohne euren Dienst würden wir hier gar nicht stehen. Der Herr hat uns berufen, diesen neuen Weg zu gehen und dem Gesamtorganismus zur Verfügung zu stehen. Denn mit Eigenkraft können wir hier nichts gewinnen, jedoch mit Jesus in uns werden wir den Teufel bezwingen. Die Wirkungen beachten und diese stets benennen, geht es runter oder hoch im Hier und Jetzt zu erkennen. Zieht uns etwas richtig nieder oder strengt uns an, attestieren wir den Zustand, nehmen ihn dankend an. Und alles, was uns trennt, werden wir jetzt überwinden, den Nächsten lieben und unsere Herzen verbinden. Das Wort, das man nicht oft genug wiederholen kann. Veränderung fängt bei mir selbst und zu Hause an. Lehrt von mir wegzuschauen.